besser in Nutten investieren. Auftragsbuch aktualisiert. Ach da, es ist ihm gelungen, Ashs Jäger zum Narren zu halten, indem sie Ash mit einem armen Trottel die Kleider tauschen ließen. Tja, da ist wohl einer jetzt abgenippelt, oder? Nee, der steht noch auf dem Pott. Also egal. Hi, möchtest du jetzt mit mir reden? Nicht? Tja. Ich würde sagen, dein Püch. Was wollte ich machen? Ich wollte mit Vivi reden. Ja, natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Den Stripclub. Wie konnte ich den vergessen? Nein! Es geht bergab. Es geht definitiv bergab. Geile Muck. Bam, bam, bam. So, weiter geht's. Hi! Magst du mit mir reden? Magst du? Magst du? Rede! Rede mit mir! Hi! Nicht? Schade. Mit dir will ich nicht reden, geh weg. Hi! Magst du mit mir reden? Hi, 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 hi. Gut. Und du? Hi, 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 hi. Hier, ich, hallo. Ne, gut. Dann gehe ich halt hier rein. Wenn keiner auf der Straße mit mir reden will, gehe ich halt ins Stripclub. So. Herrlich. Du redest auch nicht mit mir, oder? Nee, natürlich nicht. Keiner redet mit mir. VIP Room. Da wird gewippt. Hallöle. Ich möchte immer noch in den Pool da hinten. In den Whirlpool. Hi. Look who's back. Ja, VV, Velvet, Miss Velour, ja, VV. That's Miss Velour to you. Bitte? Herzchen, also, wie wär's mit Zimtzicke? So eine Scheiße brauche ich nicht, ich verschwinde. Zu Hetta, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. hier ist Hettas Drehbuch. Oh, I suppose I should just tear it up. But I can't. I can't rip up the product of that man's soul. Here, would you tear it up for me? Mach das doch selbst, du pompöse Poser Toreador Heulsuse. Nee, na klar, natürlich. Er könnte bei den Augen nein sagen. Ich meine die oberen Augen. Thanks. Kein Ding. Ich habe auch die Quelle noch in Erfahrung gebracht. Bin ich gut, hab ich gut? Are they? I mean, did you? Ja, vor Jahren schon. Also, ne? Ja, natürlich habe ich mich drum gekümmert. Hey, überleg mal, mit wem du redest. It must have been difficult. But take some comfort in knowing if you hadn't, someone else would have had to. I do appreciate your help. A lot. Maskerade-Bonus, wir haben unsere Maskerade wiederbekommen. Tadam! Wir haben die letztes Jahr verloren durch, wissen wir nicht, wir haben sie verloren. Ich habe einen lustigen Kommentar gelesen, weil die Alte, mit der uns da angelabert hat, wohl telefoniert hat und dann, ja, keine Ahnung. Das klang auf jeden Fall relativ logisch, ansonsten habe ich keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir es wieder voll, wir müssen nur noch Menschlichkeit kriegen, weil ich ja irgendwann meinte, einen Polizisten austrinken zu müssen. War aber auch lecker. Und wie sehr schätzt du sie? I'm willing to ignore the incredible lengths you've gone to be an asshole. Das war's jetzt. Ich rechne hier mit den coolsten Belohnungen. Dann kommt sowas. Großartig. Ich hätte noch eine andere Frage. Erzähl mir von dir. Wirklich? Ja. Du bist also eine Stripperin, wa? Ja. I'm a dancer. Ja, natürlich. Ich habe auch noch eine andere Bezeichnung im Kopf. Noch eine Frage. Das ist doch schön. Ist Velvet dein echter Name? It is now. Er ist es jetzt. Und wie bist du zu einem Kainskind geworden? I'm sorry. I'd rather revel in the present than dwell on the past. Ja, danke. Du bist echt so eine Hilfe. Ich auch. Noch eine Frage. Mhm. Vergiss es, ich muss gehen.
Danke für diese tolle Belohnung. Ich bin echt... Sie haben Julius getötet. David hat das Korridor und so die Maskerade gewahrt. Tudum! Alle fünf. Aber nur noch vier Menschlichkeit. Aber Menschlichkeit können wir terroristisch gesehen steigern. 21 Erfahrung. Was geht denn jetzt ab? Menschlichkeit würde uns 8 kosten. Aber ich meine, wir haben schon noch 4. Da ist noch Platz nach oben. 21. Ja, scheiß die Wand an. Ja, und 20 kostet der Massenselbstmord. Möchte ich aber ehrlich gesagt noch nicht haben. Hatte ich denn noch Bücher, die ich gern lesen wollte? Das ist Thaumaturgische Kreaturen, das ist das Tagebuch. Hatte ich nicht noch irgendein Buch, was ich nicht lesen konnte? Nö, anscheinend nicht. Was habe ich denn hier eigentlich? Da ist es, ah, herrlich. Shingunto. Guten Tag. Ja, wir brauchen definitiv mal neue Waffen. Ich muss meine E-Mails nachgucken, glaube ich. Ja, Ginger Swan, kein Plan. E-Mails kontrollieren. Zum Anwesen der Giovanni, keine Ahnung, kein Plan. Das mit Isaac kann ich nicht machen ohne Ginger Swan. Und wir müssen eh nach Santa Monica, von daher... Geronimo... wo ging es denn jetzt hier raus? Scheiße, da lang. Na. Das ist doch der Dingens, der im Turm von dem Prinzen sitzt. Ich habe den Namen vergessen. Was der wohl mit seinen Augen fixiert? Ich weiß es nicht. Ja, wir gehen. Ich weiß auch immer noch nicht, wer Ginger Swan ist. Ich komme auch nicht drauf. Ich hätte jetzt gedacht, Ginger so, ja, keine Ahnung. Strippername, aber anscheinend gibt es da drin keine Ginger Swan. Naja, aber ist schön, wenn wir jetzt nach Santa Monica kommen, können wir mal wieder... Ne, wir können ja erstmal gucken, was es hier noch so für Häuser gibt. Nein, wir gehen nach Dingens direkt. Dann können wir Janet vielleicht mal besuchen. Wir können Mercurio besuchen. Wir können gucken, was unser Haustier macht. Ob sie sich endlich mal umgezogen hat, wie ich ihr das schon seit Jahren sage. Santa Monica... Und wenn wir das alles gemacht haben und unsere E-Mails kontrolliert haben, gehen wir auf den Schrottplatz. Und wir machen das alles so relativ im Schnellverfahren. Ich habe nämlich keinen Bock, hier irgendwelche gymnastischen Übungen mit Janet zu machen, sondern gucken, ob sie was Interessantes zu sagen hat und dann wieder weg. So. Fahrstuhl. Rein. Geh zu. 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 Sehr schön. Hoch. 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 Schneller, schneller, ja. Und rein und rum und hi. It is pleasure. I mean, a pleasure to see you again. Ja, ich weiß. Was geht hier vor in Santa Monica? Wie immer schön, dich zu sehen. Janet, bis dann. Ja, bleib wie du bist, du Verrückte. Bis dann. Ja, Wiedersehen. Badum, badum. Geh doch zu. Ich hab doch keine Zeit, Mann. Way, way. So, weiter geht's. Schubidu. Dann gehen wir jetzt als erstes zu Mercurio. Vielleicht hat der ja Dingenskirchen und hast du nicht gesehen. Neue Waffen. Der sollte uns ja irgendwann... Oh, da liegt ein Revolver. Revolver, immer noch, egal. Der sollte uns ja... noch Sachen besorgen. Ich glaube, Flammenwerfer war die Rede und noch was anderes. Den taktischen Sprengkopf wollte er uns ja nicht besorgen. Da hat er ja mal wieder rumgeweint. So, nee, das geht nicht. Gucken wir mal. Rein. Hi. Ja, das werden wir gleich sehen. Ich bräuchte nämlich so ein paar Sachen. Was möchte ich dir denn? Einfach Kopf klatschen. Da! Eine Uhr für 21 verkaufen. Ich möchte Morphium-Fläschchen überhalten. Ist das denn eine Visitenkarte? Die interessiert ja eh keine Sau. Was bist du? Unbekannt.
Der Seite. Sie brauchen Recherche mindestens 8, um den Gegenstand benutzen zu können. Ah, doch, da haben wir doch noch ein Büchlein. Sie schielen auf die Schlangenlinien der Zeichen auf der Seite, aber ihnen ist nicht so recht klar, was sie bedeuten. Abgesehen davon denkt etwas im Hinterkopf ihres Hirns, die Zeichen bedeuten blöder Analphabet. Ja, halt doch die Klappe, Mann. Was ist das denn hier? Tagebuch interessiert eh keine Sau, die Kreaturen auch nicht. Okay, weiter geht's. Ich habe ein Schwert. Wozu brauche ich dann... Was ist das denn hier eigentlich? Schlagstock? Also, das Montiereisen kann ich mal verkaufen. Das braucht eh kein Mensch. Baseballschläger... Schadenspotenzial 10, 12, tödlich 7, tödlich 8. Na, ich habe eigentlich ein Schwert. Da kommt die Axt, verkaufe ich wieder. Komm. Ich behalte den Schlagstock. Der Basie kommt weg. Haben wir Messer, Schlagstock und Schwert. Das klingt gut. Waffen. Da behalte ich natürlich alles. Ich könnte nie Waffen verkaufen. So, hast du noch Infos für uns vielleicht? Ja, Waffen. Waffen. Was denn genau? Scharfschützengewehr. Ich möchte immer noch den Sprengkopf, bitte. Ja, ja, andere Waffen. Scharfschützengewehr? Nee, mein Aiming ist eh für die Füße. Also, Flammenwerfer. Oh, ja, ich habe viele Requests für diese. Handle in the movies. Everybody thinks they're a riot till they set their friends on fire. They're not very easy to get hold of. I got a Vegas connection for those. Last time I was out there, I had to shoot my way to the state line. Ja, mach, Junge. Tu es. Ja, dann komme ich wieder, wenn du was für mich hast. Danke, bis dann, tschüss. Schade, dass ich dir nicht mal sagen kann, er soll sauber machen. Das ist nämlich relativ nervig, hier immer mit das Blut zu laufen. Ich meine, Blut auf Marmorfußboden. Es sieht immer noch frisch aus. Nach all der Zeit. Nicht, dass ich da drauf ausrutsche und mir das Genick breche. Das wäre eine doofe Angelegenheit. So, auf zum Haustier. Haustier, 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 Haustier. Haustier, Haustier. Weh, die hat sich nicht umgezogen. Oh. Das kann ich dann gar nicht haben heute, wenn sie sich nicht umgezogen hat.